Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim in Hübsch mit dieser wundervollen Totenkopfbeschwörungs-Dingsbums. Und ich mach mir nochmal etwas für meine schönen Sachen. Ich rede auch schon so komisch. Nein, ich wollte eigentlich eh drucken. So. Für meine Goldbestände, sagen wir mal eher so. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Kommt, ich habe einen Plan. Lass mich an deinem Plan teilhaben, liebes Kam einst Fräulein. Ein Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Okay. Und schwang er die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Nehmen wir mal über den Geldbeutel mit. Kann ich denn hier? Cool. Einmal den Kleiderschrank schließen. Ihr prahlt und ihr lügt so. Und trinkt all unseren Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Das ist super. Ihr kommt nicht mit. Warte mal, das ging ja schnell. Warum kämpfen wir uns den Weg nicht einfach frei? Ja, warum kämpfen wir uns den Weg das nicht einfach also frei? Das ist euer Plan? Selbst wenn ihr das überleben würdet, wären die Dokumente verschwunden, bevor ihr hineingelangen könntet. Wir sind wegen der Informationen gekommen, schon vergessen? Ich mache das schon sehr lange. Meine Methode ist besser. Gut. Wie lautet euer Plan? Die Botschafterin der Talmor, Elenwen, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenwens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Er heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen sollt. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenwens kleiner Feier zu beschaffen. Macht's. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Nein. Ach doch, wer ist dieser, was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Genau. Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenwens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Gut. Und ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Wie komme ich Darum auf diese Feier? Ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Ich bin doch kein Speichellecker. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Gut. Aber ich habe ja hier noch mehr gesehen. Nämlich zum Beispiel sowas. Oder Glühstaub. Fallwurzel, Salz. Boah, was es hier alles gibt. Ein Langbogen. Was haben wir denn überhaupt für einen Bogen? Hm? Einen alten Nordbogen. Der macht 13. So. Also, der ist nicht so gut. Gut. Ah, was haben wir denn hier? Ein orkischen Zweihänder. Schwert der Klingen. Schaden. Stahlschwert. Was haben wir denn gerade? Wir haben auch ein Stahlschwert, allerdings ein feines Stahlschwert. Das ist. Ach, ein Sieben. Gut. Ich nehme mal das Schwert der Klingen. Hat hier bestimmt nichts gegen. Und.
Ich würde gerne mal. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Eisenschwert mit Funken. Auf die Jugend, auf unsere Zeit. Geringen Ausdauer der Veränderung. Ich würde auch gerne meine Sachen. Huhu. Verzauberung verbessert. Gut, schwarze Magierrobe. Auch entzaubern, bitte. Ja. Zack. Du hast Magikerin-Regeneration verstärken. Ich bin so schlecht im Vorlesen. Du hast Magikerregeneration verstärkende Verzauberung erlernt, indem du diesen Gegenstand zerstört hast. Gut. Dann würde ich gerne noch die Totenbeschwörerrobe. Ha. So, dann. Ja, Blitzschaden ist bestimmt auch nicht mal so schlecht. So, und Eisendolch des Entziehens. Zack. Der Königsmörder. So. Naja, vielleicht sollte ich etwas. Oh. Ich hab nichts mehr an. Das ist vielleicht nicht so gut. Kommt unser Entführer so in Garde. Warte mal. Erstmal, es ist etwas verstörend, ziehe ich meine Sachen wieder an. Lederstiefel. So, sehe ich jetzt wieder normal aus? Doch dies gut. Ist unser und soll unser so. Bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern verzaubern. Was will ich denn jetzt verzaubern? Was für ein Gegenstand? Erstmal Schwert der Klingen. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Okay, das ist was anderes. Stahldolch, Stahlschwert, nein, goldene Halsketten. Ich habe nur einen. Die Lederarmschienen. Die kann ich als einziges verzaubern. Ist aber schade. Was kann ich denn darauf machen? Verzaubern. Magika verstärken. Wozu brauche ich Magika? Tut mir leid. Schwert der Klinge, was kann ich denn darauf? Magieschaden und Blitzschaden. 10 Blitzschaden und zusätzlich Magieschaden. Nein, würde ich auch nicht nehmen. Ich würde gerne den Nordbogen nehmen. Wenn es recht ist. Und zwar. Ja. Was nehme ich da drauf? 15 Magieschaden. 10 Blitzschaden. Nehmen wir mal das. So, dann brauche ich einen Seelenstein. Einen Seelenstein. Herstellen. Und ein Gegenstand. Ja, die Verzauberung ist der Blitzschaden. Nicht ausreichend für. Geladen für diese Verzauberung. Nicht ausreichend geladen. Was heißt das jetzt? Aber wenn ich jetzt so einen kleinen Stahldolch nehme und da drauf eine Verzauberung legen kann. Nicht ausreichend geladen. Ja, abbrechen. Anders kann ich ja das nicht machen. So, dann rüste ich mal. Nicht mein Stahlschwert, sondern mein Schwert der Klinge aus. Huhuhuhu. Cool. Gut. Mein Nordbogen. Zack. Einstecken. Hallo, ich habe meinen Nordbogen ausgerüstet. Da. So. Und ab geht's. Die Typen da. Oh, Gold. Ziegenfell brauche ich jetzt nicht. Nein. Aber jetzt kann ich die. Boah, was man hier noch alles findet, ne? Gold, Gold, Gold. Und vor allen Dingen, das kann man sich jetzt alles nehmen. Ich würde ja niemanden beklauen. Ne? Aber jetzt, wo man sich so alles nehmen kann, gerne.
So, und dann geht's ab nach Dings. Und dazu gucken wir mal auf die Karte und wissen, wo das ist. Wir sind in Weißlauf und das ist in Einsamkeit. Gut, ich hätte eine Idee. Wir reisen einfach schnell nach Weißlauf. Weil es jetzt wieder dummerweise Ladezeiten hat. Aber egal. Und danach reisen wir nach... Es ist Einsamkeit gewesen. Jetzt müssen wir wieder raus. Oh, ne. Ah, schon wieder schöne schwarze Balken. Tut mir leid, aber geht nicht anders. So. Falsche Taste. So, wir müssen jetzt irgendwo zu den Stellen, da unten. Wir müssen zu der Kutsche. Denn die wird uns bestimmt nach Einsamkeit bringen. Ohne größere Probleme. Oder? Soll ich euch mitnehmen? Gerne. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Wohin soll's gehen? Ich würde gerne nach Einsamkeit. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja. Dann die Kutsche. Seid ihr zum ersten Mal in Einsamkeit? Schöne alte Stadt. Hauptstadt von Himmelsrand, aber das wusste. Ja, das wusste ich bestimmt. Das sieht aus, als würde er sich die Zähne putzen. Ach nein, das ist ein Knochen. Oh. Er hat auch einen Totenschädel in der Hand. Ja, okay. So. Ja, wir sind jetzt in Einsamkeit angekommen. Wie schön. Wer ist das? Sind das Khajiit? Wie hoch sich die Berge von Himmelsrand erheben. Warmer Sand, Freund. Womit kann dieser hier euch dienen? Na schön. Oh. Aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schuld nicht auf mich. Gut. Nehmen wir mal 20, ja. Schloss knacken. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Wenn nicht, dann haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten raus. Oder ihr endet wie Rockwir. Ich weiß nicht, wer von den beiden was ist, also. Tut mir leid, da kann ich nicht mit dienen. Boah, ist das dunkel hier. Ich muss mal wieder die Helligkeit hochstellen, glaube ich. Oder ich muss mal die Helligkeit hochstellen. Sie dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Macht schon weiter! Verräter, ihr habt uns verraten! Oh. Ihr solltet ihr sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist, der seinen Großkönig verraten hat. Besser, sie erfährt es gleich, Advar. Ihr seid zu gütig, Vivien. Rockwir, ihr habt Ulfric Sturmmantel geholfen, aus dieser Stadt zu fliehen, nachdem er Großkönig Torrik ermordet hatte. Indem ihr das Tor für Ulfric geöffnet habt, habt ihr die Bewohner von Einsamkeit verraten. Verräter! Es ist überhaupt kein Mord geschehen. Lügner. Ulfric hat Torrik herausgefordert. Er hat den Großkönig in einem fairen Kampf besiegt. So ist es bei uns Brauch. Dies ist die uralte Tradition von Himmelsrand und aller Nord. Okay.
Ja, schön, dass da gerade eine hingerichtet wird. Breche ich auf nach Sovngarde. Ja, schön, super. Toll, Küche. Ah, ich habe herausgefunden, dass man die Effekte herausfinden kann, indem man die Sachen isst. Bärenklauen. Anfälligkeiten für Gift entdeckt. Glühstaub. Knochenmehl. Lavendel. Schöne Torwache wart ihr. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt alles Mögliche auf mir drauf und nichts davon hilft mir. So. Wir müssten in der nächsten Folge hier rein. Aber bis dahin sage ich mal, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Ciao.